Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer monatlichen Führung durch die Berliner Sakralarchitektur. Heute besuchen wir die evangelische Epiphanienkirche in Berlin-Westend. Mein Name ist Johannes Moser. Den Film gedreht hat Raphael Bernitzky, dem ich ganz herzlich dafür danke. Bevor wir uns näher mit der Kirche beschäftigen, noch ein Hinweis zu unserem Veranstaltungsprogramm. Nächsten Monat, am 2. Juni, wird Herr Mantai eine Führung veranstalten in der Kirche St. Theresia vom Kinde Jesu in Eberswalde. Wir alle geben die Hoffnung nicht auf, dass es als Präsenzveranstaltung möglich sein wird, aber das wissen wir jetzt noch nicht. Ich bitte Sie, sich auf der Seite der Katholischen Akademie zu informieren. Die Epiphanienkirche ist eine Landmarke im Berliner Westen. Unübersehbar für die vielen Menschen, die sie täglich auf der Stadtautobahn oder mit der S-Bahn passieren. Unverkennbar eine Kirche, auch wenn viele nicht wissen, wie sie heißt. Unverwechselbar die Architektur aus historischen und modernen Bauelementen. Man sieht es der Kirche an, dass sie eine wechselvolle Geschichte hinter sich hat. Das ist für Berlin nicht überraschend, vor allem auf den Zweiten Weltkrieg zurückzuführen. 1906 wurde diese Kirche fertiggestellt, im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. 1958 begann der Wiederaufbau und Umbau, der 1960 fertiggestellt war. Der Anlass für den Bau der Epiphanienkirche ist schnell erzählt. Die Stadt Charlottenburg wuchs nach der Reichsgründung rasch an. Oberhalb der heutigen Kirche entstand eine Villenkolonie, die sich vor allem nach der Eröffnung des Bahnhofs Westend entwickelte. Die Luisengemeinde war mit der Betreuung ihrer immer größer werdenden Gemeinde überfordert. Zur Entlastung wurde 1906 die Epiphaniengemeinde abgezweigt, die eine neue Kirche erhielt. Mit dem anhaltenden Wachstum des Berliner Westens gingen noch weitere Gemeindeabzweigungen einher. Schon 1913 die Kirchengemeinde am Lietzensee und 1957 die Gemeinde Neu-Westend. Für den Bau der Epiphanienkirche hatte man einen sehr erfolgreichen Kirchenbaumeister gewonnen, Jürgen Kröger, von dem sich in Berlin eine Reihe evangelischer Kirchen erhalten haben. Alle diese Kirchen wurden innerhalb von 10 Jahren gebaut. In Friedenau die Nathanaelkirche am Grazer Platz, in Friedrichshagen die Christophoruskirche in der Böllsche Straße, in Friedrichshain die Zwingli-Kirche am Rudolfplatz und die Pfingstkirche am Petersburger Platz und die Kirche Alt-Tegel. Eine künstlerische Handschrift ist bei den Architekten dieser Zeit oft nicht klar zu erkennen, wie die Kunsthistorikerin Eva Börsch-Supan kritisch anmerkt. Der Grundriss der Epiphanienkirche folgt einem um 1900 weit verbreiteten und bewährten Schema des evangelischen Kirchenbaus. Ein griechisches Kreuz mit kurzen Armen, ein kompakter, gerichteter Zentralbau. Der Altar befindet sich in einem der Kreuzarme gegenüber dem Eingang mit dem Turm. Der Turm ist zur Stadt Charlottenburg hin orientiert nach Osten, was nicht zwingend war, uns aber heute den eindrucksvollen Anblick auf die Turmfassade beschert hat. Zusammen mit den drei Emporen bot die Kirche rund 1000 Sitzplätze. Vierung und Arme waren stützenfrei überkuppelt und erlaubten gute Sicht auf den Altar von allen Seiten und eine gute Belichtung, im Wesentlichen gespeist durch hohe Seitenfenster. Unverkennbar ist das für die Zeit typische Anliegen, die Sitzplätze dicht um den Altar zu versammeln und gleich zu behandeln. Dagegen wurde die liturgisch wichtige Frage nach der Stellung von Kanzel und Orgel zum Altar traditionell beantwortet. Die Kanzel hing seitlich vor dem Altar an einem Vierungspfeiler, die Orgel stand dem Altar gegenüber im Turm,
der zum Kircheninneren geöffnet war. Die Längsorientierung wurde außen durch das steile Satteldach sichtbar, an das die niedrigeren Dächer der Querarme ansetzten. Der Haupteingang lag auf der Turmseite, mit einer großen Freitreppe, bevorzugter Platz für Gruppenaufnahmen, hier der sogenannte Altchenkreis. Die Behandlung der Fassaden zeigt einen zeittypischen Mischstil. Im Baukörper finden wir Anklänge an die Romanik und Gotik, alles im märkischen Backsteinrot vereinheitlicht, dekoriert mit Elementen des Neobarock wie geschwungenen Giebeln und bauchigen Dächern, aber auch der Jugendstil zeigt sich im Raumgefühl, dem verspielten Portal und der Ausstattung des Kircheninneren. Der Turm mit zwei Helmen folgt dem Schema der Berliner Nikolaikirche nach dem Umbau im Jahr 1880, ergab sich damals weniger trutzig als heute. Nach dem Zweiten Weltkrieg können wir in Berlin verschiedene Herangehensweisen sehen, wie mit der beschädigten oder zerstörten Bausubstanz umgegangen wurde. Da gab es den vollständigen Neubau, wie bei der Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche. Es gab die Integration von Überresten in den Neubau, wie bei der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Es gab die Neugestaltung des Innenraums unter Wahrung der äußeren Form, diese oft vereinfacht wiederhergestellt, zum Beispiel St. Johannes Tiergarten. Und damit wären wir auch bei der Epiphanienkirche, nämlich bei der grundlegenden Umgestaltung der Ruine im Inneren und Äußeren. Insgesamt erstreckte sich der Wiederaufbau der Epiphanienkirche über 15 Jahre. Zuerst wurde der Kirchturm aufgebaut. Durch Abbruch der Eckanbauten wurde seine Form klarer herausgearbeitet. Die beiden Turmhelme wurden durch ein Satteldach vereinheitlicht. Interessanterweise wieder im Rückgriff auf die Nikolaikirche, nämlich auf deren mittelalterlichen Westriegel. Der Bauverein Epiphanien kümmerte sich um die Finanzierung des Wiederaufbaus. Die Architekten Konrad Sage und Karl Hebecker sollten bei ihrem Entwurf darauf achten, dass möglichst viele der alten Mauern weiterverwendet und die Zahl der Sitzplätze auf 600 verringert wurde. Die wesentliche Änderung beim Wiederaufbau bestand darin, die Längsachse des Innenraums um 90 Grad zu drehen. Lag der Altar bisher im Westen, so zeigt er nun nach Norden. Die Orgelempore wurde mitgedreht und befindet sich nach wie vor in Opposition zum Altar. Die Emporen wurden abgebrochen. Wie kam es zu dieser Drehung? Der ungefähr zeitgleich zur Kirche begonnene Bau der Stadtautobahn mit der Ausfahrt beanspruchte einen Teil des Vorplatzes. Ein Zugang von dieser Seite aus war zukünftig undenkbar. Baulich wurde der neue Grundriss dadurch realisiert, indem ein hoher, schachtartiger Ringbalken als Unterbau für das neue Dach aufbetoniert wurde. Die Schmalseiten liegen auf den Außenwänden des südlichen und nördlichen Kreuzarmes auf. Die Langseiten schneiden freitragend den westlichen und östlichen Kreuzarm ab, über denen ungenutzte Lufträume entstanden. Die hohen Fenster der Südseite wurden vermauert. Die Längsorientierung der Kirche ist nun stärker als beim Vorgänger ausgeprägt. Der Ringbalken ist außen mit Sichtmauerwerk verblendet. Innen blieb der Beton, ganz typisch für die 60er Jahre, sichtbar. Ist heute allerdings braun übermalt. Zwischen Dach und Ringbalken läuft ein Oberlichtband aus dreieckigen bzw. rautenförmigen Fenstern um. Das ist möglich, weil der Ringbalken Abstand zum Turm und zum Pfarrhaus hält. Erstmals kann das Kircheninnere von allen vier Seiten belichtet werden. Der Altarbereich ist baulich besonders hervorgehoben. Die alte Nordwand wurde abgebrochen und eine zeltartige, aus lauter Dreiecken aufgebaute Altarnische mit tief herabgezogenen Fenstern errichtet.
Der Altarbereich liegt erhöht und hat den Grundriss eines über Eck gestellten Quadrats. Dieses entspricht den Quadraten im Dach, nur größer. Die hintere Quadrathälfte liegt in der Nische, oder soll man Baldachin sagen, und ist mit einem goldenen Dach überfangen. Die vordere Hälfte zeigt mit ihrer Spitze zur Taufe. Der bisherige Zugang über den Turm von Osten wurde vermauert und auf die Seite der Knobelsdorfstraße gelegt. Er ist unscheinbar und liegt aus der Kirchenachse zum Pfarrhaus hin verschoben. Weil wir uns hier am oberen Ende der Hangneigung befinden, ist der Zugang heute sogar barrierefrei. Wer dort eintritt, muss sich entscheiden, ob er zu den Gemeinderäumen möchte oder in die Kirche. Man betritt den Kirchenraum also von hinten seitlich. Die Gänge zwischen den Bänken sind darauf ausgerichtet worden. Bevor wir uns dem spektakulären Dach der neuen Kirche zuwenden, noch ein paar Worte über den Architekten Konrad Sage. Er wurde 1911 in Berlin geboren und studierte an der Technischen Hochschule Charlottenburg. In der NS-Zeit wurde er wegen jüdischer Vorfahren diskriminiert und sogar eingesperrt. Nach dem Krieg wurde er in jungen Jahren Professor an der Hochschule für Bildende Künste, dem Vorgänger der heutigen UdK. Er entwickelte eine eigene Handschrift, die sich besonders gut am Neubau der bereits erwähnten Kirche Neuwestend erkennen lässt. Ich vermute, dass es Sage war, der die ebenfalls an seiner Hochschule lehrenden Künstler mit der Ausstattung der Epiphanienkirche betraute. 1989 ist Konrad Sage gestorben. Das außergewöhnliche Dach bildet den Blickfang in der äußeren Ansicht. Wie eine Dornenkrone ist es der Kirche aufs Haupt gedrückt. Mich hat es immer neugierig gemacht, wie es wohl im Kircheninneren aussehen mag. Und ich muss sagen, meine Erwartungen wurden noch übertroffen. Das Dach wird von einem Raumfachwerk getragen. Dieses setzt sich zusammen aus räumlich angeordneten Winkelprofilen. Diese werden erst durch die eingehängten Aluminiumtafeln räumlich fassbar und ergeben eine faszinierende Untersicht. Sie werden durch das seitlich einfallende Licht effektvoll beleuchtet. Die Architekten waren mit diesem Dach auf der Höhe der Zeit. Die 60er Jahre sind das Jahrzehnt der Raumfachwerke. Sie ließen sich mit der in dieser Zeit aufkommenden Computertechnik sehr gut berechnen. Ich denke, Konrad Sage wollte ein lichtes, transparentes Dachtragwerk haben, das die Möglichkeit einer großzügigen Belichtung erlaubte. Gestalterisch wenden sich die Architekten von der Schwere der Monumentalität der Vorkriegszeit ab. Mit dem leichten Baustoff Aluminium unterstreichen sie die Modernität ihrer Lösung, die in Fachzeitschriften des In- und Auslands viel beachtet wurde. Das äußerst geringe Gewicht des Daches kann von den alten und neuen Mauern spielend getragen werden. Die Seitenverhältnisse des Daches sind 3:5. Das ergab sich so aus der Tiefe der Kreuzarme im Vergleich zur Vierung. 3:5 entspricht fast genau dem goldenen Schnitt, den wir als besonders harmonisch empfinden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, aber wenn ich zum Dach emporblicke, dann ertappe ich mich stets bei dem Gedanken, dass sich oberhalb der sichtbaren Konstruktion ihr Spiegelbild befindet, also das Dach aus einem Feld von nach oben ragenden Pyramiden gebildet wird, so ein wenig wie ein Eierkarton. Dem ist aber nicht so. Das Dach ist aus baupraktischen Gründen flach. Wir sehen hier die Unterseite der Dachhaut. Neben mir steht Frau Rohnstock. Sie ist die Pfarrerin der Epiphaniengemeinde. Zunächst möchte ich ihr und der Gemeinde dafür danken, dass wir heute ihre Kirche zeigen dürfen. Und ich möchte mich bedanken bei Herrn Götze. Er ist der Vorsitzende des Gemeindekirchenrats. Er hat uns ganz hervorragend in der Vorbereitung unterstützt. Ja, sehr gerne. Ich habe vorhin gesprochen davon, dass die Epiphanienkirche eine Landmarke ist.
Sie hat eine unverwechselbare Architektur. Das ist aber nur die Außensicht. Für Sie, Frau Pfarrerin, ist die Kirche natürlich ein Ort des Gemeindelebens. Und wenn Sie so freundlich wären und würden uns nun ein paar Worte über Ihre Gemeinde sagen. Ja, sehr gerne natürlich. Ja, herzlich willkommen in der Epiphanienkirche. Unsere Kirchengemeinde, die gibt es seit 1960, nach dem Wiederaufbau der Kirche. Darüber werden Sie ja gleich noch mehr hören, auch über die besondere Architektur hier. Ich bin hier vor allem da für die Menschen, die dieses Haus mit Leben erfüllen. Wir haben hier zur Gemeinde gehörig 4000 Gemeindemitglieder, um die wir uns hier kümmern. Ja, wie viele Kirchengemeinden ist das hier ein lebendiger Ort der Gemeinschaft. Wir haben Kinder, die hier regelmäßig kommen zu unserem Kindercafé, zu unserem Kindergottesdienst. Wir haben Konfirmanden, wir haben Jugendliche, die sich bei uns im Turm treffen. Ganz besonders wichtig ist aber für viele Menschen die Gemeinschaft, die sie hier erleben. Also beispielsweise, wenn sie hier nach dem Gottesdienst kommen, wenn mal nicht Corona ist, dann sitzen wir alle im Kirchencafé bei Kaffee und Kuchen und unterhalten uns oft noch lange Zeit nach dem Gottesdienst. Und auch ganz wichtig für die Gemeinde ist die sehr lebendige Arbeit mit Seniorinnen und Senioren, die sich komplett selbstständig verwalten und die hier sehr interessante Vorträge und Nachmittage normalerweise organisieren. Ja, vielen Dank, Frau Pfarrerin. Gerne. Wenn man die Kirche unter der Orgelempore betritt, so wird der erste Eindruck durch die Kirchenbänke bestimmt. Sie sind hier in drei Sektoren aus hellem Parkett angeordnet, das sich vom dunklen Gussasphalt der Gänge abhebt. Wie beim Dach, so wurde auch bei der Ausstattung auf Leichtigkeit geachtet. Die Bänke können durch eine raffinierte Konstruktion und moderne Materialien ganz leicht gehalten werden. Die Sitzflächen sind bequem nach hinten geneigt. Die blockartige Einfassung traditioneller Bänke mit Wangen wird im modernen Kirchenbau fast immer vermieden. So auch hier. Die helle Lackierung der Holzteile gibt noch einen Eindruck von der ursprünglichen Farbigkeit des Innenraums, der sich heute leider so bedrängend braun gibt und das ursprüngliche Farbkonzept der Architekten stört. Die dünnen Profile der Beine aus nicht rostendem Stahl finden sich im Gestell für den Taufstein und den Altartisch wieder. Das Design der Bänke war ganz zeitgemäß. Der Denkmalschutz hat dies gewürdigt. Über den Bänken hängen die schönen, ganz reduzierten Rauchglasleuchter. Das Thema Taufe wird in der Epiphanienkirche wiederholt angestimmt. Vom Altargemälde bis zur Glockeninschrift. Das ist verständlich, denn der Name der Kirche kommt vom Fest der Erscheinung des Herrn, das neben Ostern ein traditioneller Tauftermin war. Dem Ort der Taufe hat man in der alten und der neuen Epiphanienkirche eine prominente Stellung eingeräumt. Sie stand und steht zentral vor dem Altar. In der neuen Epiphanienkirche hat man sogar die Bänke auf die Taufe hin ausgerichtet. Sie wurde nach dem Krieg neu angefertigt und wirkt ganz durch ihre elegante Form und die edlen Materialien. Ich vermute nach einem Entwurf des Architekten. In die runde Kupper aus schwarzem Schiefer wird zur Tauffeier eine Schale aus Silber eingesetzt. Getragen wird sie von einem filigranen, fünfbeinigen Ständer aus glänzendem Stahl. Zahlensymbolisch gesehen ist die 5 im Zusammenhang mit der Taufe eher ungebräuchlich. Die 8 herrscht hier vor. In der Aussteifung der Beine unterhalb der Kupper findet sich ein Pentagramm in eigenwilliger Abwandlung. Vielleicht, weil dem Pentagramm anhaftet, ein magisches, weniger ein christliches Symbol zu sein. Zum Beispiel wurde das Pentagramm gerne an Kinderwiegen angebracht, als Abwehrzeichen gegen dämonische Kräfte. Der Theologe Klaus Raschzock schreibt, Zitat, Taufe hat es mit den abgründigen, lebensbedrohenden Mächten und mit der lebensschützenden Macht des dreieinigen Gottes zu tun. Über dem Altarraum ist eine Taube vor einer silbernen Schale mit goldenem Strahlenkranz aufgehängt. Die Taube schwebt vor einem goldenen Dreieck. Sie ist unschwer als Symbol des Heiligen Geistes zu erkennen.
Der räumliche Bezug zur Taufe ist deutlich. Wie der ehemalige Pfarrer der Gemeinde, Herr Zeiske, einmal schrieb, Zitat, wer sich in der Epiphanienkirche versammelt, hat vor Augen, dass der Heilige Geist über uns gekommen ist, dass er sprüht vor Lebendigkeit. Man hört geradezu den Knall, mit dem sie die dunkle braune Wand durchbricht. Die Taube stammt von dem Bildhauer Alexander Gonda, der 1905 in Ungarn geboren wurde. Nach einem Studium in Dresden ließ er sich 1930 in Berlin nieder. Gonda gehörte zum engeren Freundeskreis des Malers Karl Hofer, der nach dem Krieg die Hochschule für bildende Künste wieder neu aufbaute, wo Gonda 1945 eine Professur erhielt. 5 Jahre nach der Fertigstellung der neuen Kirche erhielt der Altar ein Gemälde. Das Triptychon zeigt in der Mitte die Kreuzigung Jesu, flankiert von seiner Taufe und Auferstehung. Gemalt hat das Triptychon Hermann Bachmann. Das quadratische Format der Mitteltafel wiederholt die Form des Altarsockels. Die Kreuzigung ist nach Form und Farbe unverkennbar vom Isenheimer Altar des Matthias Grünewald inspiriert. Hier sieht man übrigens das einzige Kreuz in der Kirche. Im starken Kontrast zum Schwarz der Mitteltafel stehen die Flügel mit Darstellungen eines überirdischen Lichtscheins. Bei der Taufe im Jordan links strahlt vom oberen Bildrand eine Lichtsäule auf den Körper Jesu herab. Woher das Licht stammt, bleibt unsichtbar. Die Darstellung des Täuflings ist ungewöhnlich. Jesus ist streng frontal ausgerichtet, die Symmetrie des Körpers fast ungebrochen. Er hat sein Gesicht tief nach unten geneigt. Die Auferstehung rechts zeigt eine Lichtwolke. Jesus ist nicht zu erblicken. Wir sehen heute eine überarbeitete Fassung. Als die Darstellung Jesu Anstoß erregte, übermalte Bachmann ihn. Am unteren Bildrand hat er sich mit einem drastischen Detail über seine Kritiker lustig gemacht. Der Maler Hermann Bachmann wurde 1922 in Halle geboren. Nach der Rückkehr aus dem Krieg gehörte er zu einer Gruppe von Malern, die vom Bauhaus beeinflusst waren. Bachmann gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Halleschen Schule. Stilmerkmale sind die einfachen, klaren Formen und das zum Begriff gewordene Hallesche Grau, gegen das Walter Ulbricht 1951 polemisierte, Zitat, die Grau-in-Grau-Malerei, die ein Ausdruck des kapitalistischen Niedergangs ist, steht im schroffsten Widerspruch zum heutigen Leben in der DDR. Im sogenannten Formalismusstreit dieser Jahre regte sich insbesondere in Halle Widerstand gegen die Beschneidung der künstlerischen Freiheit durch die Staatspartei. Schließlich hält es Bachmann nicht mehr aus und flieht 1953 nach West-Berlin. Von 1957 bis 1987, 30 Jahre lang, ist er Dozent und Professor an der Hochschule für bildende Künste. Ich möchte die Dunkelheit abtragen, dass Platz für Licht wird, und dann das Licht abtragen, bekannte er. Nur wenige Ausstattungsstücke der alten Kirche haben die Zerstörungen des Krieges überstanden. Dazu gehört ein kostbarer Satz von Paramenten, also Altarbehängen, in den liturgischen Farben. Es handelt sich um Nadelmalerei. Gestiftet hat sie Kaiserin Auguste Victoria. Seit 1998 steht die überlebensgroße, aus einem Weidenstamm gehauene Figur des Mose in der Kirche. Fest hält er seine Gesetzestafeln. Sein Antlitz ist nach oben gerichtet. Es ist eine massige, blockhafte Figur. Die Oberfläche ist dunkel lasiert. Der Bildhauer Wilhelm Groß hat die Figur 1961 geschaffen. Es war eine Zeit der verschärften, kirchenfeindlichen Propaganda, der er an seinem Wohnort in Oranienburg ausgesetzt war. Wenige Jahre zuvor hatte die SED 10 Gebote der sozialistischen Moral und Ethik verkündet. Ohne die Kirche in den Geboten explizit zu erwähnen,
war die Stoßrichtung durch den Rückgriff auf die biblischen 10 Gebote doch unverkennbar. Sie stellten den Versuch der SED dar, die Bürger der DDR den christlichen Kirchen zu entfremden und eigene Moralvorstellungen durchzusetzen. Groß setzte diesen ideologischen Angriffen seinen standhaften Propheten entgegen. Es war seine letzte plastische Arbeit. Bis zu seinem Tod 1974 arbeitete er nur noch grafisch. Groß wurde 1883 geboren. Während eines Aufenthalts in Italien lernte er Ernst Barlach kennen. Sein Stil wird vom Expressionismus beeinflusst. Seine immer stärkere Hinwendung zum Christentum wird in der Wahl seiner Motive sichtbar, die er der Bibel entnimmt. Holz ist sein bevorzugtes Material. 1919 zieht Groß in die Reformsiedlung Eden in Oranienburg. Er verbindet seine Arbeit als Künstler mit der eines Laienpredigers. Ja, er versteht seine künstlerische Arbeit als Verkündigungsdienst. In den Jahren der NS-Herrschaft verfemt, bleibt er doch künstlerisch sehr produktiv. Er war Mitglied im Bruderrat der Bekennenden Kirche und arbeitete für sie. Heute bemüht sich die Stadt Oranienburg, das Werk von Wilhelm Groß im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu halten. Gelungen finde ich die Aufstellung der Figur mit Ausrichtung zum Gekreuzigten. Eine Verbindung von Altem und Neuem Bund. Wie ein stummer Wächter steht Mose da und schützt den Gottesdienst. Den aufrechten, starken Mann wirft nichts um. Auch ein Walter Ulbricht nicht. Die große Orgel entstand in zwei Baustufen 1975 und 1995. Finanzielle Gründe waren dafür maßgebend. Heute hat sie 45 Register. Der Prospekt nimmt Rücksicht auf die Architektur und spart die rautenförmigen Fenster aus, aber er verrät nicht viel darüber, dass es sich um ein außergewöhnliches, geradezu experimentelles Instrument handelt. Von außen betrachtet sind zunächst die vielen Jalousieklappen auffällig. Und tatsächlich sind neben dem Schwellwerk auch Hauptwerk und Pedalwerk schwellbar. Die Jalousieklappen können programmiert werden und ermöglichen, so die Fachleute, ein präziseres Spiel in Bezug auf die Dynamik und Klangbalance als bei anderen Orgeln. Im Inneren finden sich ungewöhnliche kubische Pfeifen. Die Konzeption stammt von dem Berliner Kirchenmusiker und Orgelbautheoretiker Herbert Schulze, der seine oft kreativen Ideen zusammen mit seinem Freund, den Physiker Dr. Karl Theodor Kühn, zu verwirklichen suchte. Es gab immer wieder Rückschläge und das Konzept traf auf die Skepsis der Fachleute, weil es dafür wenig praktische Erfahrung gab. Auch die Orgelbaufirmen mussten in hartem Ringen das Konzept auf den Boden holen. Doch hat sich die Orgel als ein Instrument bewährt, das gerade für die moderne Literatur geeignet ist, aber auch die alten Meister können musikalisch stimmig interpretiert werden. Gebaut wurde die Orgel von den Firmen Weigle, Echterdingen und Vogt, Bad Liebenwerder. Die Epiphanienkirche ist ein bedeutendes Beispiel der Nachkriegsmoderne im Berliner Kirchenbau. Der Umbau und die Ausstattung sind geprägt von Berliner Künstlern, die in ihrem Leben die Erfahrung von Unterdrückung ihrer persönlichen und künstlerischen Freiheit machen mussten. Sie waren von dem starken Willen beseelt, sich ihre menschliche Freiheit wiederzuholen, und sie haben das in dieser Kirche bleibend zum Ausdruck gebracht. Viele tausend Menschen passieren täglich die Epiphanienkirche, und es wäre spannend zu wissen, ob sie sie überhaupt dabei wahrnehmen, welche Signale der Kirche sie aufnehmen und was sie sich dabei denken könnten. Es ist die hochaktuelle Frage nach der Bedeutung von Sakralarchitektur in unserer säkularen Gesellschaft.